Ich glaube, egal welche Sportart, dass wir einfach gerade so mit dem olympischen Feuer und all diesen Traditionen, dass wir für die Schweiz vertreten an einem grossen Event und die ganze Welt schaut eigentlich dort hin. Und ich glaube, in Sochi haben wir gezeigt, was der Olympic Spirit ausmachen kann. Es kommt genau auf diesen Moment an und dann kannst du auch grosses erleben und grosses, oder auch grosse Nationen mal schlagen, wo du eigentlich auf dem Papier vielleicht ein bisschen kleiner bist und ja, Sensationen passieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Olympic Spirit. Ja, das erste Mal war das 2010 in Vancouver und dort habe ich sicher noch die Erinnerungen, als ich noch nominiert worden bin für die Olympischen Spiele. Und ja, es war ein wunderschönes Gefühl, für die Schweiz an den Olympischen Spielen zu gehen. Und vor allem, glaube ich, in Kanada das Hockey einen riesen Stellenwert und dürfen dort spielen an den Olympischen Spielen, war extrem speziell. Aus den Kanonen weiss ich es eigentlich nicht mehr so genau, aber ja, ich war noch jung, 2014 war meine erste Olympiade. Und ich würde auch sagen, die erste Olympiade war sicher mega speziell. Alles ist neu, du kommst dort hin, du hast noch keine Ahnung, was abgeht. Und es ist einfach, die Dimensionen sind riesig. Und die Eltern im Team haben uns ein bisschen vorbereitet, dass man eben nicht zu überwältigt wird von der Olympiade. Und dass man nicht alles am ersten Tag sehen will. Und so kleine Sachen, dass wir uns gleich noch fokussieren aufs Eishockey. Und gerade die erste Olympiade war natürlich sehr speziell. Es ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht, wo wir noch die Medaille geholt haben am Schluss. Und ja, das bleibt schon in guter Erinnerung. Ich glaube, das ist schon der grösste Stellenwert. Vor allem dort, die ersten zwei Mal, die ich mitgehen durfte, 2010 und 2014, sind auch die ganzen NHL-Spieler gekommen und sind wirklich die besten Spieler der ganzen Welt dort gewesen. Und ich denke, das hat sicher extrem speziell gemacht. Und wie es alle vier Jahre ist, denke ich, sicher auch speziell. Logisch, WM ist auch mega speziell, aber das ist alle Jahre. Und ich glaube, alle vier Jahre ist etwas Grosses und es ist eben die ganze Schweiz dahinter, Swiss Olympic. Man kommt auch eben so Kleider über, wo alle anderen Athleten dann auch anhaben. Man sieht andere Athleten, die man sonst alles im Fernsehen sieht. Und ich glaube, es hat eine grosse Bedeutung, aber auch eine grosse Bedeutung für die Schweiz allgemein. Dort in Sochi, weiss ich noch, dort war auch für den NHL ein Break. Und von dem her bist du eigentlich so ins Zelt vom Essen hineingelaufen und irgendwie Sidney Crosby oder Ovechkin ist so nebendran vorbeigelaufen oder hat nebendran auch gegessen. Und das waren schon spezielle Momente, gerade dort eben wachst du auf und siehst die Stars eigentlich nur im Fernsehen. Und dann bist du eigentlich so, ja, auch ein Athlet dort und darfst auch dabei sein. Und das sind schon spezielle Momente. Der eine, den ich kennenlernen durfte, ein bisschen näher oder das Foto machen konnte, war Didier Guiche. Sicher speziell gsi dort. Ja, aber mit natürlich die Athleten auch ein bisschen in Ruhe lassen. Man schaut natürlich viel mit der Mannschaft zusammen und geht jetzt nicht so auf Athletensuche, sondern es ergibt sich dann einfach. Ja.